Herr Professor Schaller, Sie sind ein Gynäko-Onkologe, behandeln Brustkrebs in eigener Praxis in München, waren aber jahrelang an Unikliniken tätig. Wie stellt sich Ihnen das Phänomen Brustkrebs im Jahr 2011 dar? Also das Phänomen Brustkrebs ist ein Phänomen, was, denke ich, unvermindert gefährlich und aktuell ist, aber die Behandlungsmöglichkeiten haben sich, denke ich, deutlich verbessert. Vielleicht kleine Anekdote: Als ich 1980 anfing, war mein Oberarzt damals, ich kam aus der Chemie, und ich schaute mir das an, diese ganzen Chemotherapien, und dann sagte ich zu ihm, lieber guter Mann, das bringt doch eigentlich nichts. Und dann antwortete er mir, stimmt, aber wir haben nichts Besseres. Und ich denke, das hat sich geändert. Und was haben Sie Besseres? Erstens beginnen wir mehr und mehr durch die Aufklärung dieser molekularen Kausalketten mehr und mehr sehr zielgerichtete Medikamente einzusetzen. Die werden auch exponentiell in der Menge entwickelt. Einerseits und andererseits bekommen wir auch ein völlig neues Wissen um die ganzheitliche Wirkung verschiedener schon lange bekannter Substanzen. Zum Beispiel das gute alte Aspirin, zum Beispiel diese Vitamin-D-Geschichte, zum Beispiel Sport, zum Beispiel psychosoziale Befindlichkeiten. Das ist ja nicht nur mehr eine Empirie, sondern dazu gibt es ja zu all diesen Gebieten große, große Studien. Und wir versuchen eben, beide Bereiche, die so scheinbar gegensätzlich sind, also das eine deduktiv geht in die zu den Molekülen und andererseits dieses Ganzheitliche, zusammenzuführen, weil wir denken, dass nur eins von beiden nicht wirklich erfolgversprechend ist. Man muss, wie die Chinesen, pragmatisch versuchen, das Beste aus jedem Feld einzusetzen. Das ist aber eine neue Entwicklung, die ja so unter dem Vorzeichen integrative Onkologie sich vollzieht. Ist das ein Verdienst der Erkenntnis der Onkologen oder Gynäkologen, oder haben da einfach auch die Patientinnen mit den Füßen abgestimmt, weil sie nicht bereit waren, nur diese Gießkannenprinzip Chemotherapien über sich ergehen zu lassen? Also da muss ich den Patientinnen schon auch an dieser Stelle mal ein Kompliment machen, weil die waren das nämlich, und die sind es auch immer noch, die gefühlt sagen, die und die Verfahren will ich nicht. Die Ablehnung der Chemotherapie geschieht ja heutzutage in wesentlich breiterer Front, als das noch vor, ich sag mal, 10 Jahren gewesen ist. Die Patientinnen merken sehr wohl, dass da irgendwas nicht stimmt und fordern etwas mehr ein. Sie wollen erstens bessere Erklärungen haben, wir müssen besser begründen, und sie wollen natürlich auch bessere Behandlungsmethoden haben. Nicht, wenn in der Zeitung dann steht oder die wissenschaftlichen Publikationen dann schreiben, wir haben das und das Schema getestet und es ist eine signifikante Lebensverlängerung von 3 Monaten, dann ist das fast zynisch für eine betroffene Patientin. Wenn ich aber sagen kann, wir haben hier Überlebenszeiten von mindestens 5 bis 10 Jahren, die wir produzieren können, Klammer auf, das geht zum Teil schon, Klammer zu, dann ist das ein echtes Wort. Und dann ist genau das, was die Patientinnen haben wollen. Wie? Jeder Mensch will das haben. Wie geht denn das bitte mit den 10 Jahren? Naja, wir haben jetzt nicht nur eine Patientin, sondern mehrere, die wir schon vor Jahren intuitiv, muss ich sagen, zielgerichtet an den richtigen Stellen behandelt haben. Also wo wir das Tumorgeschehen an den richtigen Stellen blockiert haben. Selbstverständlich war das auch ein Tumor, ein Glücksfall, dass beides zusammenkam. Aber die längste Patientin, die wir so behandeln, die hatte ausgedehnte Lebermetastasen und ist im 12. Jahr jetzt ohne Metastasen, nimmt aber auch seit 12 Jahren diese Medikamente. Und was ist das für ein Zaubermedikament? Das ist ganz einfach. Das ist das Trastuzumab, Herceptin.
Das ist das Capecitabine, Klammer auf, das Xeloda. Das ist das Tamoxifen. Mhm. Alles gleichzeitig. Sie haben ja, diese Medikamente sind ja sehr zielgerichtet. Ja. Das heißt, die tun eigentlich nur das, was sie tun sollen, aber nicht mehr. Mhm. Und dann kommt es auf die Dosierung an. Gerade bei dem Capecitabine ist ja ein hochselektives Medikament, wird meiner Meinung nach fälschlicherweise immer als orale Chemotherapie verkauft. Dieses Medikament unterscheidet sich von der normalen Chemotherapie so wie der ICE von der Dampflokomotive. Nicht beides sind natürlich Eisenbahnen. Ja, ist klar. Oder Lokomotiven. Fortbewegungsmittel. Und wir haben das nachträglich, als wir dann diese Technik hatten, diese Tumoren zu analysieren, haben wir herausgefunden, dass genau bei dieser Patientin die Konstellation für diese Medikamente genau richtig war. Und deshalb dieses Ergebnis. Und das können wir mittlerweile zwar nicht systemisch, aber doch in vielen Fällen reproduzieren. Wir können auch sagen, wenn eine Patientin einen Nutzen von einer Chemotherapie hat, die Chemotherapie ist ja nicht weg, die wollen wir nicht abschaffen. Die hat ja einen Stellenwert. Aber gezielter einsetzen. Also wir können auch sagen, ob eine Patientin einen Nutzen von einer Chemotherapie hat und oder einer Bestrahlung, also diesen konventionellen Verfahren. Mhm. Es scheint aber doch noch nicht flächendeckend sich herumgesprochen zu haben, oder? Nein. Was soll die Patientin dann tun, um sozusagen zum richtigen Arzt zu kommen? Was sie halt jetzt auch schon tut, Google aufschlagen und suchen, Chatrooms aufsuchen. Und es spricht sich natürlich rum irgendwann. Ja. Und so das Projekt Diplompatientin. Und das Projekt Diplompatientin, selbstverständlich. Ja. Das Problem ist heute, vielleicht kann ich das auch mal an dieser Stelle sagen, überall in den Zeitungen, in den medizinischen Zeitungen, wird über die zielgerichtete Therapie geschrieben. Richtig. Wenn Sie sich die Realitäten anschauen, gibt es die fast gar nicht. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir als Auswertmittel immer nur die Statistik haben. Und multifaktorielle Prozesse können Sie statistisch nicht auswerten. Das heißt, wir diese Ideen haben, laufen immer gegen eine Wand, weil sofort der klassische Schulmediziner kommt und sagt, wo sind denn die großen Studien? Mhm. Um 5 oder 6 Faktoren bei den Patientinnen auszuwerten, brauchen sie Zehntausende von Patienten. Wahnsinn, das ist eine sehr interessante Idee, ja. Und es bleibt deshalb weiterhin bei dieser Geschichte, ich erzähle es immer meinen Patientinnen, junge Frau kommt zum Arzt, Periode ist ausgeblieben. Mhm. Sie möchte wissen, ob sie schwanger ist. Mhm. Geht sie zum Arzt rein, der hat irgendeinen Test gemacht und dann sagt er zu ihr, sie sind zu 12,5% schwanger. Mhm. Dann sagt sie, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Und so verfahren wir aber immer noch mit den Krebspatienten. 12,5% schwanger, 12,5% Überlebenswahrscheinlichkeit. Mhm. Was ist das? Das ist gar nichts. Ja. Aber es liegt, man muss es fairerweise sagen, eben auch daran, dass wir diese Instrumente noch nicht haben, solche multifaktorellen Prozesse wirklich zuverlässig auszuwerten. Im Stadtverkehr, da geht das schon. Wenn Fahrpläne entwickelt werden für den öffentlichen Nahverkehr, da geht das schon. Das ist intelligente Mathematik, nennt man das. Und bis dahin bleibt sozusagen nichts anderes als die Erfahrungsmedizin. Richtig, richtig. Mhm. Empirie, man muss es wirklich so sagen. Ja. Es ist für mich, ich war ja nun lange an der Hochschule, natürlich auch sehr schmerzhaft, dass man das nicht wirklich wissenschaftlich sauber darlegen kann. Mhm. Aber soll man warten, bis das Instrument da ist? Es gibt dann eben auch noch die gute alte Empirie, die Erfahrung. Die Zeit zu warten haben wir alle nicht. Das stimmt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Danke auch.